Sendung wird unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten. Und Eichhoff Büromöbel Seon, dem Partner für Planung, Beratung und Ausführung. Eine Eingebung, ein scheinbar zufälliges Treffen, das richtige Wort im richtigen Moment. Alles nur Zufall oder ist das das Reden von Gott? Um das geht es heute. Grüezi und herzlich willkommen beim Finster zum Sonntag. Immer wieder gibt es Menschen, die überzeugt sind, dass sie Gottes Stimme gehört haben. Einige davon stellen wir Ihnen heute vor. Beim Stefan Mag und seiner Familie ist man nie allein. Bis zu 25 Leute leben unter ihrem Dach. Angefangen hat alles mit einem Hilfeschrei zu Gott. Susanna Reichiger schwebt nach einer Operation in Lebensgefahr. Da schickt Gott ihr einen Engel. Und in Winterthur habe ich Ilona Ingold getroffen. Sie hat das Buch geschrieben, wie man Gottes Stimme hören kann. Zuerst aber zu der Regula Sulzer. Sie ist Geschäftsführerin vom Gourmet-Domizil, einem Mahlzeitendienst. Was in einer privaten Küche als Einfraubetrieb angefangen hat, ist mittlerweile zu einem kleinen Unternehmen gewachsen. Morgens im Restaurant Lerchenberg in Zürich erfoltern. Hier wird gekocht, gerüstet und gerührt. Regula Sulzer ist die Chefin. 400 Essen werden heute über die Theke gehen. Und doch ist alles hier ein bisschen anders. An diesem Restaurant ist anders, dass wir den Großteil der Mahlzeiten nicht vor Ort servieren, sondern dass wir ausliefern. Also 90% von dem, was wir hier in der Küche produzieren, das wird portionenweise verpackt und ausgeliefert. Die Idee ist, vor allem Senioren, aber auch kranke oder behinderte Menschen mit einem guten Essen zu versorgen, die zu Hause sind, die nicht mehr selber kochen können, sind aber auch junge Mütter mit kleinen Kindern oder auch Berufstätige, die nur eine kurze Mittagspause haben. Regula Sulzer ist gelernte Köchin. Eine Frau mit hohem Anspruch an die Produkte, die ihre Küche verlassen. Kochen ist meine Leidenschaft. Ich finde es eine mega schöne Arbeit. Es ist etwas Kreatives. Ja, man kann Ideen drin hineinbringen. Man kann Menschen glücklich machen. Dass sie sich einmal selbstständig machen würde, hätte sie nie gedacht. Ein besonderes Erlebnis brachte sie vor 20 Jahren auf ihre Geschäftsidee. Damals ging es ihr nicht gut. Mehrfach hat sie die Arbeitsstelle verloren. Alles scheint schief zu gehen. Sie wird depressiv. Ich bin einfach nur noch eigentlich da gesessen. Die Depression ist so stark, ich bin auch arbeitsunfähig. Also ich bin auch ärztlich krankgeschrieben. Und ich bin nicht mal mehr fähig, meinen Haushalt zu machen. Und ich habe auch angefangen, meinen Glauben zu überprüfen. Ich habe dann einfach gefunden, Gott, ich glaube an dich. Aber wenn ich in der Bibel lese, da steht die Fülle vom Leben. Und wenn ich mein Leben anschaue, dann sehe ich sehr wenig davon. Und ich will aber alles. Ich will das, was du in der Bibel verheißen hast. Oder ich lasse bleiben mit dem Glauben an dich. Also ich habe eigentlich Gott herausgefordert. Da war wie eine innere Stimme, also nicht hörbar akustisch, aber einfach innerlich die Stimme, wo ich einfach das eine Wort gehört habe, Mahlzeitendienst. Und ich habe einfach genau gewusst, das ist jetzt ein Wort, das Gott mir sagt. Das Wort Mahlzeitendienst hat einfach Hoffnung in mir geweckt. Das Zielpublikum, das sind ja vor allem Senioren. Und ich hatte schon als Kind immer ein grosses Herz für Senioren. Und dann musste ich sagen, wow, da wäre ja alles drin, was mir Freude machen würde. Sie wagt erste Schritte. Wie durch ein Wunder bewilligen ihr Vermieter und die Behörden, dass sie in ihrer Küche gewerblich kochen darf. Ihr ganzes Leben ändert sich. Mit Hilfe eines Seelsorgers kann sie ihre negativen Erfahrungen und die Depression hinter sich lassen. Es hat
relativ schnell Kreise gezogen. Das heisst, ich habe immer mehr Kunden bekommen. Es hat sich einfach weitergesprochen in der Nachbarschaft, im Bekanntenkreis. Irgendwann hat auch die Spitex davon erfahren und hat es weiter gesagt. Sie nennt ihr Geschäft Gourmet Domizil. Nach 2 Jahren wird die eigene Küche zu eng. Sie mietet ein kleines Lokal und später das Restaurant Lerchenberg. Immer wieder im Laufe der Jahre, wo Gourmet Domizil so gewachsen ist, hat sich auch die Frage gestellt, ob ich das überhaupt will, dass das Geschäft so wächst oder ob es so bleiben soll, wie es ist. Und es waren auch jedes Mal Entscheidungen, wo ich nicht einfach so von mir aus gefällt habe, sondern es war jedes Mal auch wieder ein Hören auf Gott. Von Anfang an vakuumiert sie die Speisen. Vakuumieren heisst ja Entzug vom Sauerstoff. Und durch das wird der Prozess vom Verderb vom Lebensmittel wird verkleinert. Und durch das ist es länger haltbar. Die eine Variante ist, dass wir die einzelnen Menükomponenten in Beutel verpacken und die Kunden können das im heißen Wasser, also im Wasserbad, wärmen. Und dann gibt es aber Leute, die eine Mikrowelle haben. Und dann ist die Variante, dass wir das direkt auf Kunststoffteller anrichten und so als Ganzes vakuumieren. Und das sieht dann auch fürs Auge ein bisschen schöner aus. Die vakuumierten Mahlzeiten werden für jeden Kunden individuell zusammengestellt. In der Kühlkammer bei 6 Grad eine frostige Angelegenheit. Ausgeliefert wird am nächsten Morgen. Ganz am Anfang habe ich ausgeliefert mit dem Roller und mit der Kühltasche. Da hat noch alles Platz drin am Anfang. Und mittlerweile sind es 19 Fahrer, die mit PWs ausliefern. Und die sind ungefähr 45 Kühlboxen, die wir brauchen, um die Mahlzeiten drin zu versorgen und die Kundenpäckchen. 29 Mitarbeitende hat das Gourmet-Domizil inzwischen. Küchenchef Urs Schiesser ist seit 2002 dabei. Die ganze Art eben mit der Belieferung, die wir machen, mit den älteren Leuten, die dann nachher auch zufrieden sind mit dem Essen. Einfach mal so Kackes und Hörnchen, Schweinsbraten und so nach Grossmutterart. Und einfach die Sachen, die wir hier kochen, machen das mega gerne. Und ich habe das Gefühl, ich bin ein Teil davon. Und ja, das ist immer ein schönes Arbeiten. So. In der Küche steht Regula kaum mehr. Sie organisiert den Betrieb und pflegt vor allem den oft langjährigen Kontakt mit den Kunden. Gourmet Domizil Sulzer. Unsere Kunden erzählen sehr häufig sehr persönliche Sachen von sich. Manchmal sind wir sogar die Ersten, die erfahren, wenn zum Beispiel ein Partner gestorben ist. Dann rufen sie an und sagen, jetzt ist gerade mein Mann gestorben, jetzt brauche ich ein Essen weniger, zum Beispiel. Und das sind dann natürlich sehr, sehr persönliche Mitteilungen und Gespräche. Für diese Gespräche nimmt sie sich gerne Zeit. Wenn ich mal vor Gott stehe, fragt er mich nicht, wie viel Umsatz das ich gemacht habe oder wie viel Menü das ich verkauft habe, sondern wie ich mit meinen Mitmenschen umgegangen bin. Und das ist eigentlich ist mir wichtig in meinem Alltag. That's what makes you strong. That's what gives you power. That's what lets the meek come sit beside the king. That's what let us smile in our final hour. Einmal in der Woche, immer dienstags, probt die American Folk Band Tuesdays. Regula spielt Kontrabass. Ich empfinde unsere Band als etwas Besonderes, weil es sind Freundschaften, die entstehen und das schätze ich sehr. Es ist etwas sehr Wertvolles, ja. Und gerade wenn man einmal zusammen einen Auftritt hat oder so, ist das etwas, was man gemeinsam erarbeitet und gemeinsam auch durchsteht manchmal. Und das sind spannende Zeiten miteinander. Die Band ist auch schon bei Veranstaltungen im Restaurant aufgetreten. Regula organisiert regelmäßig Anlässe für ihre Kunden. 5 bis 6 Mal im Jahr zum Mittag und immer an der Weihnacht am 24. Dezember. Das sind die Momente, wo die alten Menschen sich auch einsam fühlen. Menschen, die keine Familie haben oder wo vielleicht der Partner schon gestorben ist. Und dem möchte ich entgegenwirken. An diesen Anlässen ist klar, dass wir auch Musik anbieten. Musik ist einfach etwas, was das Herz und die Seele berührt. Wir
lange Regula Solsa und ihr Gourmet-Domizil noch im Restaurant Lerchenberg anzutreffen sind, ist offen. Für den wachsenden Betrieb werden die Räume langsam zu klein. Auch da ist wieder so ein Moment, wo ich dran bin, auf Gott zu hören, seinen Willen zu erkennen. Was ist der nächste Schritt? Von ihm hören, wie es weitergehen soll. Immer wieder erzählen Menschen, dass ihnen Gott in einer Notsituation auf eine ganz besondere Art begegnet ist. So ist es Susanna Reichiger gegangen. Als sie in Lebensgefahr ist, kommt unerwartet ein Freund vorbei. Er wird für sie zum Engel an ihrem Krankenbett. Susanna Reichiger kennt sich von Berufswegen mit Beten aus. In Thun leitet sie die Gebetsbewegung 24/7 Schweiz und motiviert Menschen, Zeit mit Gott zu verbringen. Mein Herz ist vor allem einfach zu vernetzen, eben mit verschiedenen Organisationen zusammen, mit verschiedenen anderen Gebetsbewegungen zusammen, wo man einfach schaut, dass das Gebet wirklich auch gelebt wird. Sie ermutigt Menschen, öffentliche Räume zu schaffen, die zum Gespräch mit Gott einladen. Auch im Keller ihres Wohnhauses gibt es einen solchen Ort zum Bibellesen, Reden mit Gott, Beten für große und kleine Anliegen. Dass Susanna noch lebt und sich für die Gebetsbewegung einsetzen kann, grenzt an ein Wunder. Vor einigen Jahren wurde bei ihr ein Darmtumor entdeckt. Die Diagnose versetzt sie in Todesangst. Mein erster Gedanke war, dass der Anfang vom Ende. Und Gott sagt, nimm mir die Todesangst weg. Und er hat gemacht, zack, und es war weg. Und von diesem Moment an hatte ich einfach wie eine Ruhe in mir. Und wenn es natürlich ein Schock ist, weil ich noch nie krank war in meinem Leben. Also von dem her war es wie ein Schockzustand, aber gleich dann wieder das Wissen, ich bin wie Gottes Arme gefallen. Hier im Spital Thun wurde der Tumor 2009 entfernt. Heute ist Susanna auf dem Weg in die Onkologie, einem Ort, der für sie große Bedeutung hat. Sie erinnert sich gut an die Tage nach der Operation. Ich habe zuerst ein bisschen Schmerzen verwünscht. Also das Gefühl, es ist normal nach der Operation. Aber ich habe von null auf weiss nicht wie viel, einfach in einem Moment hatte ich extreme Schmerzen, wie ich 10 Speere im Bauch hatte. Und einfach nur noch geschrauben und gebacken. Und sie haben natürlich dann vermutet, weil sie schon gemerkt haben, dass meine Infektionswerte gestiegen sind, dass irgendetwas gegründet hat. Und das war dann tatsächlich so, dass halt das Risiko bestand ist, dass Naht ein Mikromyov ist und das einfach Dreck in den Bauch geflossen ist. Respektive sie haben gesagt, dann, dass wie ein Gasschub, Luftschub in den Bauch ist, der mir die Schmerzen verursacht. Susanna schwebt in Lebensgefahr. Ich habe mir sicher eigentlich gewünscht, dass ich nicht alleine bin oder in diesem Moment. Weil, ich wünschte eigentlich jemanden im Bett zu haben, der mit dir das durchgeht und nicht, dass du alleine drüber gehen durch die Schmerzen. Zur gleichen Zeit hat Bernhard Steiner, ein Bekannter von Susanna, einen starken inneren Eindruck. Ich kann mich genau erinnern, am Montagabend. Und ich spüre, jetzt redet Gott zu mir. Da war plötzlich der Gedanke da, Gang zu Susanne. Und dieser Gedanke ist immer stärker geworden. Und dann habe ich gemerkt, ich muss innehalten. Und habe gespürt, da möchte jemand, dass ich zu Susanna gehe. Obwohl er eigentlich andere Pläne für den Abend hatte, folgt er seinem Eindruck und fährt zum Spital. Es war sehr schwierig für mich. Ich kenne Susanna als langjährige Freundin, als spontane, freudige, impulsive, direkte Frau. Und dann plötzlich liegt sie fast reglos vor mir, schmerzverzerrtes Gesicht. Und ich muss sagen, im Moment hat mir wieder Atem gestockt. Auf einmal war der Benne einfach da, war wirklich mein Bett. Ich habe immer näher gesagt, ich bin froh, dass ich reden konnte. Er sagt natürlich, du hast kein Wort mehr geredet. Aber ich einfach gewusst, er hat mir meine Hand gehabt und ist einfach da. Sie konnte nicht mehr beten. Das ist, ihr Zustand war ein Hilfeschrei. Und so habe ich ihre Hand in meine Hände genommen und habe das Hilfeschrei ins Gebet in den Himmel gegeben. Ich glaube, das Hauptsächliche, was ich ihr bieten konnte, ist mein Dasein. Dass sie gespürt, es ist jemand bei mir. Es ist alles, was ich brauchte. Ich einfach gewusst, darum habe ich immer gesagt, es war wie ein Engel in meinem Bett. Für mich war es einfach ein riesiges Geschenk.
Kurz darauf wird Susanne operiert und die Naht kann geschlossen werden. Dass Bernhard für sie zum Engel in der Not wurde, ist für beide etwas Besonderes. Das Erlebnis war eine ganz grosse Motivation für mich. Die Beziehung zu Gott noch intensiver zu pflegen und noch besser herzuhören, weil ich bis jetzt habe dürfen merken, wenn er redet, der stimmt und da ist etwas dran. Nach diesem Erlebnis war Susanna noch mehrmals Patientin in der Onkologie. Sie gilt als geheilt. Die Räume im Keller ihres Wohnhauses nutzt sie auch selbst zum Bibellesen und Beten. Ja, es hat sicher ein bisschen mein Gebetsleben verändert durch die ganze Geschichte. Oder wie bestätigt, dass das Gebet wirklich ist meine Beziehung zu Jesus. Es ist nicht das Programm, sondern ich kann mit meinem Vater über alles reden. Ich kann still tun, ich kann es laut tun, ich kann rennen, ich kann lachen. Ja, es hat sicher die Tiefe gegeben, dass ich es mehr wahrnehme, auch bezogen auf Gott zu hören und einfach das tun, was er sagt. Red Gott. Und wenn ja, wie? Ich war in Winterthur und habe dort Leute auf der Straße gefragt, wie sie das erleben. Außerdem habe ich mich mit Ilona Ingold verabredet, die ein Buch zu diesem Thema geschrieben hat. Haben Sie schon mal Gottes Stimme gehört? Ja, einige Mal. Es ist eine innere Stimme, die eigentlich dir etwas sagt. Und dann machst du das, eigentlich, wenn du daran glaubst. Gottes Stimme ist in letzter Zeit nicht so häufig an mich gekommen. Operationen hinter mir, 4 Stück, und ja, ein bisschen zweifelt. Haben Sie schon mal Gottes Stimme gehört? Nein, ja, ich bin nicht gläubig, dann höre ich das nicht, oder? So direkt vom Himmel oben aber nicht, nein, aber ich denke durch andere Menschen oder durch die Bibel schon, ja. Wie hören Sie Gottes Stimme? Das muss man sich als etwas vorstellen, das einfach kommt. Es ist weder Spanisch, noch Deutsch, noch Englisch, es ist einfach etwas, das kommt. Haben Sie gemacht, was Sie gehört haben, schlussendlich? Nein, ich habe das Gegenteil gemacht. Und da musste ich beißen, weil ich in die Mauer gefahren bin. Ich konnte jemandem helfen, der akut in Not war. Würden Sie sich wünschen, er würde etwas mehr reden? Mich vielleicht vieles einfacher. Ich bin Atheist. Also man muss sich ansprechen lassen oder nicht. Wenn man das nicht will, dann ist das klarer Reden nicht. Ich treffe jetzt jemanden, der sich auskennt mit der Stimme von Gott. Das ist Ilona Ingold. Sie hat nämlich zu diesem Thema ein Buch geschrieben. Hallo Ilona. Hallo Aline. So, da liegt dein Buch bereits. Genau. Erzähl mir mal, um was geht es denn da drin? Das Buch ist eine Einführung, wie man gute Stimme kann hören, wie man sie interpretieren kann und auch wie man sie weitergeben kann. Wie kann man sie denn hören? Es gibt ganz verschiedene Arten. Wichtig ist ein offenes Herz. Und dann auch das Fragen. Also wenn man Gott fragt, dann wird er antworten. Und dann kann er verschiedene reden. Bei mir redet er meistens in meinen Gedanken. Er redet durch die Natur, durch Bilder, äußere wie innere Bilder. Er hat grenzenlose Möglichkeiten, weil er auch alles erschaffen hat. Woher weiss ich, dass es wirklich Gott ist, der redet? Zum einen einfach, wenn man es ausprobiert, dann kann es Gott bestätigen. Und zum anderen ist es auch so, ich muss Gott wie kennenlernen, wie er ist. Und je mehr ich ihn kennenlerne, je mehr kann ich auch unterscheiden, ob es er ist oder nicht. Was ratest du ganz praktisch jemandem, der Gottes Stimme gerne würde, mehr hören? Dass er das Gott sagt. Dass er sagt, Jesus, ich will dich hören. Also bei mir hat es genau so angefangen. Ich habe gesagt, schau, Jesus, ich kenne dich nicht, ich will dich kennenlernen. Und dann habe ich einfach angefangen mit ihm zu reden und ihm ganz viele Fragen zu stellen. Und er hat nicht alle sofort beantwortet, aber er hat extrem viel beantwortet. Und dann ist es der Punkt, wo man wie glauben muss. Also man kann nicht beweisen, dass es Gott gibt. Es gibt die Schwelle, wo man einfach muss sagen, ich glaube. Wir haben vorher eine Strassenumfrage gemacht und viele Leute würden sich wünschen, Gott würde ein bisschen mehr reden, gerade besonders, wenn sie zum Beispiel krank sind. Das Einzige, was sie können, ist ihre Enttäuschung wieder Gott bringen und uns nochmal versuchen. Ich habe Gott als sehr liebenden, barmherzigen Gott kennengelernt, der immer wieder kommt und immer wieder auch mein Herz versucht zu erobern. Und ich würde ihnen raten, einfach zu sagen, Gott, ich probiere es nochmal mit dir. Bitte antworte mir. Danke vielmals, Ilona, für das spannende Gespräch. Wohnen in einem Abbruchhaus. Was für die einen wie ein Albtraum tönt, ist für den Stefan Mag eine Lebensvision.
Wie er sein Leben umgestalten soll, ist ihm aber erst klar geworden, als er einen Impuls von oben bekommen hat. Allein ist man im Haus von Stefan Mark und seiner Familie nie. Ja, wir teilen hier Leben mit Menschen am Rand der Gesellschaft. Es sind Menschen, die geflüchtet sind aus ihrer Heimat, Menschen, die Probleme haben mit Substanzen. Es sind aber auch ganz normale Menschen, die mit uns wohnen, in unserer Lebensgemeinschaft. Seit 4 Jahren haben Stefan und Nadine ein offenes Haus. Mit ihren 3 Söhnen leben sie mit bis zu 25 Personen unter einem Dach. Das funktioniert wie eine normale WG. Mit Regeln, mit Listen, wo man sich eintragen kann für Waschen, Kochen, Essen, Einkaufen. Das sind einfach gute Freunde, wo man ein Stück Lebensweg zusammen gehen. Und das macht's halt extrem cool, wenn du mit Freunden kannst so etwas machen kannst. Zum Haus gehört auch eine Notschlafstelle. Hier finden seit einigen Monaten Menschen Platz, die kein Dach über dem Kopf haben. Unser Motto: Schlafen, Leben, weiterkommen. Das wünschen wir uns für jeden, der hier reinkommt, dass er einen Platz zum Schlafen bekommt, egal wer er ist. Bei uns kann jeder kommen und kann grundsätzlich so lange bleiben, wenn er will. Und ich glaube, das ist der grosse Unterschied. Wir sind zwar professionell ausgebildet, aber wir leben zusammen als Familie. Und der wichtigste Unterschied ist unser Glauben an Jesus Christus. Vor einigen Jahren sah das Leben von Stefan noch anders aus. Nach turbulenten Teenagerjahren zieht der Winterthurer für die Ausbildung nach Zürich. Damals ist er 19 Jahre alt. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Sozialen. Ich habe in Zürich gewohnt und ich weiß noch, als ich auf Zürich gezogen bin, habe ich gesagt, wenn ich in dieser grossen Stadt wohne, dann möchte ich jede Disco, jedes Partylokal mal gesehen haben. Und hat das auch wirklich geglaubt. Das Leben in der Stadt gefällt ihm. Die Partys werden ausschweifender. Stefan beginnt mit Drogen zu experimentieren. Ich bin Wochenende für Wochenende weg. Der Spass war eigentlich grenzenlos. Ich habe teilweise am Donnerstag angefangen, in den Ausgang gehen und bin dann am Sonntagabend heimgekommen. Nach einer besonders ausufernden Party landet Stefan im Krankenhaus. Ich war im Ausgang und irgendeiner hat mich die Stege abgeschupft. Als ich am Boden gelegen bin, hat er mir mit seinen Schuhen eins ins Gesicht gegingert. Ich bin dann nach 3 Tagen auf der Intensivstation verwacht, überall Schläuche. Und bin scheinbar knapp am Tod vorbei. Und das hat mein Leben schon einmal so ein bisschen durchgeschüttelt. Und von dem Moment an war wirklich klar, ja, das ganze Drogen- und Party-Ding, das kann es irgendwie auch nicht sein. Weil glücklich bin ich nicht. Ich bin nach der Lehre dann sehr schnell in so ein Produktmanagement eingestiegen. Ich habe Medizinalprodukte verkauft. Habe mir dann ein Häuschen gemietet, ein Mercedes bekommen vom Geschäft und ein kleines Schiffli gekauft, für auf dem See rumtingeln. Und habe eigentlich alles gehabt, was man sich so mit 23 gewünscht. Trotz seines beruflichen Erfolgs kommt Stefan nicht zur Ruhe. Er kündigt seinen Job und lebt in einem Bus. Doch die scheinbar neu gewonnene Freiheit ist trügerisch. Eigentlich bin ich wirklich total einsam und verlassen. Mein ganzes Lebenskonstrukt, das ich vorher mehr oder weniger mich darin bewegt habe, hat plötzlich nicht mehr funktioniert. Und in dem Moment habe ich einfach weder ein noch ausgewusst. Und so habe ich zu Gott geschrien, weil ich gewusst habe, wenn mir jemand helfen kann, dann ist es Gott. Ich bin hier gelaufen und ich habe geschrien: Gott, was willst du denn, dass ich aus meinem Leben mache? Und in dem Moment hat es einen Windstoss gegeben in den Baum. Also das habe ich gesehen plus gehört. Und dann habe ich eine Stimme gehört, die sagt: Stefan, ich will, dass du ganz für mich lebst. Und dieser Moment hat mein Leben total auf den Kopf gestellt. Von diesem Moment an war nichts mehr wie voran. Es war, als wäre ein Buch, ein ganzes Buch in mein Leben, in mein Herz geschrieben. Und ich wusste, was meine Berufung ist. Ich wusste, wo mein Leben anführt. Es ist wie. Es ist mindblowing. Es hat sämtliches gesprengt, was ich je erlebt habe voran. Stefan beginnt Theologie zu studieren und fängt an, anderen von seinem Glauben zu erzählen. Ich bin durch die Stadt gelaufen und ich habe plötzlich die Welt aus anderen Augen gesehen. Plötzlich habe ich Menschen gesehen, die einsam sind. Plötzlich habe ich Menschen gesehen, die traurig sind. Plötzlich hat mich das Elend von den Obdachlosen angesprochen. Und ich weiss noch, ich bin brüllend durch Winterthur gelaufen. Er will helfen. Mit Freunden gründet er den Verein Fingerprint.
Sie organisieren Weihnachtsfeiern für Randständige und bringen Gott durch kreative Straßenaktionen ins Gespräch. Wenn man das Gleichnis von Jesus liest, dann merkt man auch, er hat die Leute immer wieder extrem herausgefordert, wenn nicht sogar provoziert. Darum machen wir das, weil wir einfach das Gefühl haben, es ist das, was Gott parat hat für uns. Greenpeace für Jesus. Aus dem Verein entsteht die Lebensgemeinschaft. Vor 2 Jahren mussten sie sich eine neue, größere Bleibe suchen. Wir haben angefangen, Menschen aufzunehmen und irgendwann haben wir alle Zimmer voll gehabt, dann haben wir alle Keller voll gehabt, dann haben wir die Garage voll gehabt. Und so haben wir uns nach einer grösseren Immobilie umgeschaut und haben dann davon gehört, dass das Abbruchobjekt eigentlich leer ist. Und wir haben dann das jetzt in eine Wohnoase versucht umzuwandeln. Es sieht natürlich immer noch nach Abbruch aus, aber die Lebensqualität drin ist lässig. Es ist toll, um so zu wohnen. Eine Mahlzeit am Tag gehört ganz der Familie. Das Leben in einem offenen Haus ist nicht immer einfach. Es ist wichtig, dass man sein Zuhause als Zuhause behaltet. Wir versuchen, uns die Räume zu schaffen, wo wir als Familie einfach zusammen sind. Wenn Leute in der Nacht noch kommen, mit Not, mit Elend. Und ich merke, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich brauche meine Rückzugsmöglichkeit. Konkrete Not. Und irgendwo, wo da eine Grenze zu ziehen. Weil irgendwo gibt es keine Grenzen. Wir leben mit diesen Menschen und wir haben sie gerne. Und da immer wieder eine extra Meile gehen, das finde ich herausfordernd. Energie tankt Stefan auf seiner täglichen Ausfahrt mit Hündin Nala. Auf Gottes Stimme zu hören, ist ihm auch heute noch wichtig. Es ist auch ein Trainieren auf Gottes Stimme hören, glaube ich, hat damit zu tun, dass man sich mit dem auseinandersetzt, dass man dem Raum lässt. Es ist immer wieder auch ein Schritt aufs Wasser raus machen. Einmal in der Woche findet in der Lebensgemeinschaft ein Gruppenabend statt. Hier wird gebetet, gesungen und gemeinsam in der Bibel gelesen. Der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Der Weg, den wir gehen mit dem ganzen Projekt, der ist nicht vorbereitet. Und so ist es gut, dass wir immer wissen, Gott redet und Gott wird uns den nächsten Schritt zeigen. Und das hat er immer gemacht. Manchmal anders, als wir wollen. Manchmal nicht in dem Moment, wo ich es jetzt wollte. Aber Gott hat spätestens pünktlich geredet. Immer. Immer. Und an dem halte ich mich fest. Auf Gottes Stimme hören, das kann man üben. Das sagt Ilona Ingold. Wenn Sie es ausprobieren möchten, dann machen Sie mit bei unserem Wettbewerb. Wir verlosen 10-mal Ihr Buch «Hörst du mich?». Alles, was Sie machen müssen, beantwortet Sie folgende Frage bis am nächsten Donnerstag. In welcher Stadt hat Stefan Mag sein offenes Haus? Am kommenden Wochenende begrüßt sie wieder Rudi Osoran. Bei ihm ist Mary Maldonado zu Gast. Ihre Eltern sind gekidnappt und umgebracht worden. Und in 2 Wochen sehen wir uns wieder. Dann geht es um das Thema «Chille einmal anders». Das wär's gewesen. Jetzt wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und offene Ohren. Machen Sie es gut. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik, die Wasserbett-Spezialisten, und Eichhoff Büromöbel Seon, dem Partner für Planung, Beratung und Ausführung.